Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Prematics Lecture-Reihe, die ABCDE-Reihe. Heute geht's los mit D für Disability. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen unsere Vortragende, die Zoe. Und sie wird uns heute ganz viel über Disability erzählen. Sie ist Notärztin und fast Neurologin, fast Fachärztin für Neurologie. Und war auch schon präklinisch sehr viel mit dem mobilen Stroke Unit unterwegs. Und ich will euch gar nicht zu viel schon vorhineinnehmen, weil sie wird ganz viel sicher erzählen. Und ja, freue mich auf einen sehr spannenden Vortrag. Danke dir und danke für die Einladung. Dann geht's los. Also D-Disability. Wir werden uns natürlich nur um Neurologie in der Notfallmedizin jetzt, also darauf uns konzentrieren. Ich bin ja der Neuronerd. Natürlich bei D gibt es auch andere Krankheitsbilder, aber wir machen jetzt nur Neuro. Während des Vortrags könnt ihr gerne Fragen stellen, entweder über den YouTube-Chat oder auf Twitter. Und die Fragen werden auch während des Vortrags beantwortet und ganz am Ende auch. Also da machen wir so ein bisschen Pause zwischendurch, weil es wird viel Stoff sein. Kennt ihr eigentlich die Apo-Epi-Münze? Das ist ein Witz in meiner alten Klinik. Die Neurologen haben da immer gesagt, dass wenn der Rettungsdienst eine Voranmeldung macht, die werfen einfach eine Münze und dann wird es ein Apo oder ein Epi. Was anderes gibt es nicht. Ne? Ja gut, so ist das nicht. Die Frage ist auch, bei anderen neurologischen Notfällen muss man überhaupt eine Voranmeldung machen? Ist ja auch so eine Sache. Apropos Apoplex, das ist ein veralteter Begriff, den will ich nicht hören. Ne? Tante Zoe wird sauer. Also ihr dürft gerne Schlaganfall oder Stroke oder von mir aus zerebrovaskuläre Insult oder sowas, aber nicht mehr Apoplex. Wie gesagt, wir werden verschiedene Krankheitsbilder heute durchgehen. Schlaganfall natürlich und epileptischen Anfall und so die Klassiker, aber auch ein paar exotischere Sachen, sodass ihr so ein bisschen eine Idee bekommt von Neurologie. Das Wichtigste ist, keep it simple. Ich weiß, für Menschen, die jetzt nicht so viel Ahnung von Neurologie haben, kann schwierig werden. Die sind so, ja gut, ist mir egal, lade ich ein, fahre ich in die Klinik, kenne ich mich sowieso nicht gut aus. Man muss sich nicht verrückt machen. Letztendlich kann man es auch einfach machen und sich fragen, was kann der Patient und was kann er nicht? Was hat er bis jetzt gekonnt? Zum Beispiel Sprache, Laufen, Gehen. Ne, kommunizieren, was ist jetzt anders als sonst und wie genau ist das anders als sonst. Und das ist so ein guter Leitfaden, wie man das irgendwie dann rauskitzelt. Keep it simple. Ne? Und noch ein wichtiger Punkt. Patienten mit neurologischen Symptomen haben nicht unbedingt eine neurologische Erkrankung. Ne? Das wissen wir ja alle. Was weiß ich, Hypoglykämie, Hyperglykämie, Hyponatriämie, Hypoxie, Intoxikation, ne, alles Mögliche können neurologische Symptome verursachen. Und jetzt fällt mir ein, eigentlich kann ich die Maske absetzen. Ach, viel besser. So, und meine Exit-Strategie, wie ihr seht, habe ich auch schon ausgewählt hier. Also falls mir zu viel wird, springe ich einfach ins Wasser. Don't forget the fucking sugar. Ne? Da sind wir alle schon mal reingefallen oder wenn noch nicht, das wird bestimmt irgendwann passieren. Ist mir auch passiert mit dem Stim oder epileptischer Anfall am Bahnhof. Ich komme, spritze ich wieder zu lahm und dann merke ich, ups, eigentlich ist der insulinpflichtige Diabetespatient und hat einen Zucker von 40. Ja, passiert, ist jetzt nicht so schlimm, aber sollte man irgendwie irgendwann erkennen. Also Zucker nicht vergessen. Don't forget ABC, ne? ABC, wir sind jetzt bei D angekommen, also hoffentlich haben wir schon ABC, sind wir schon durchgegangen, aber sehr oft, wenn wir reinkommen, wir sehen, es knalle, harte Diagnose, Patient sitzt da mit einer Hemiparese, ganz klare Sache und vielleicht übersieht man anderen Sachen, muss man tatsächlich einmal durchgehen, ne? ABC, weil neurologische Patienten können ja natürlich auch andere Probleme haben, ne? Also bei Schlaganfall
oder bei Guillain-Barré-Syndrom oder bei Myasthenien, die können respiratorische Insuffizienz haben oder Pneumonie. Die muss eventuell abgesaugt werden. Vielleicht haben die jetzt gerade einen epileptischen Anfall gehabt und das war hypoxisch getriggert und eigentlich haben die einen Schock. Und das ist eigentlich das Hauptproblem und nicht der Anfall. Oder vielleicht haben die einen Vorhofflimmern und wir haben jetzt die Ursache des Schlaganfalls erst diagnostiziert. Ne, das passiert auch nicht so ganz selten. Also auf jeden Fall ABC nicht vergessen. So ein bisschen zur Anamnese, das wisst ihr ja schon alle, ne? Wichtige Sachen. Last seen well. Wann wurde der Patient zuletzt gesund gesehen? Ne? Weil sehr oft heißt das, was weiß ich jetzt, Beispiel, seit 15 Uhr hatte er eine Hemiparese. Und wenn man dann nochmal fragt, irgendwie beim dritten, vierten Mal kommt es, ja, eigentlich hat er Nachmittagsschlaf gemacht und zuletzt gesund wurde er um 12 Uhr gesehen. Ne? Pff, ganz anderes Zeitfenster. Deswegen immer fragen, wann wurde er zuletzt gesund gesehen? Der Vorzustand ist auch super wichtig, besonders bei Lyseentscheidung. Ich erhebe da tatsächlich so einen Mini-Bartel-Index. Also ich frage besonders bei Pflegeheimpatienten, was kann der Patient? Ne? Wie ist es mit Essen, mit Sitzen, Waschen, Duschen, Laufen? Also so irgendwie total banale Sachen frage ich trotzdem, weil das hat schon durchaus therapeutische Konsequenzen für die Lyseentscheidung. Auch wenn wir, muss man sagen, meistens trotzdem Lysinen oder viele Kollegen machen es trotzdem. Ja, das ist ein anderes Thema. Also auf jeden Fall Vorzustand ist wichtig. Medikation, ne? Also was die Lyse jetzt natürlich angeht, Antikoagulation super wichtig. Aber sonst bei anderen Patienten, zum Beispiel bei Vigilanzminderung, Neuroleptika, Opioidpflaster, irgendwie so in die Richtung. Tipp, nicht jedes Pflaster ist ein Opioidpflaster. Neurologische Patienten mit Demenz oder mit Parkinson haben Pflaster, so Rotigotin oder Rivastigmin, so ganz anderes Zeug, da auch aufpassen, weil da wurde mir auch mal gesagt vom Rettungsassistenten, ja, in Vigilanz gemindert, hier hat ein Pflaster, wird schon sein. Und dann gucke ich auf den Pflaster, es war tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube Rivastigmin-Pflaster war das bei Demenz. Ne, also tatsächlich, das steht ja auf dem Pflaster, ne, was das ist und was für eine Dosierung das ist. Also auf jeden Fall nachschauen. Relevante Vorerkrankungen, natürlich hat er schon eine bekannte neurologische Erkrankung, hat eine Epilepsie, einen Schlaganfall, ist irgendwas bekannt, Amyloidangiopathie, das könnte vielleicht für eine Lyseentscheidung relevant sein. Das wissen die meistens nicht, da muss man tatsächlich einen alten Brief lesen. Oder natürlich kardiovaskuläres Risikoprofil und auch eventuell Kontraindikationen für die Lyse, ne, in den letzten 3 Monaten, Operationen, Blutungen und so weiter. Untersuchung. Was untersucht man da grob? Die Vigilanz ist klare Sache. Meistens sehen wir das auch auf dem ersten Blick. Die Pupillen, kann man darüber diskutieren, was für einen Stellenwert die Pupillendiagnostik hat, besonders wenn man sich nicht so gut auskennt. Sagen wir gleich was dazu. BFAST, ne, vor Schlaganfallpatienten, HINZ-Untersuchung bei akutem vestibulären Syndrom und fokussierte Untersuchung letztendlich, je nachdem, was hat der Patient, was versuche ich zu untersuchen. Zur Vigilanz. Ich mag den, also ja, AVPU, ne? Alert Voice Pain Unresponsive. Also eigentlich passt er sehr gut zu wach, somnolent, soporös, komatös. Ne? Patient ist nur spontan wach und reagiert auf Ansprache, reagiert auf Schmerzreiz oder ist bewusstlos. Ne? Das finde ich top. GCS, naja, also. Man muss sagen, der GCS wurde für Schädel-Hirn-Trauma-Patienten validiert. Das ist nicht dafür gedacht, für alle vigilanzgeminderte Patienten untersucht zu werden. Ich weiß, auf dem Protokoll muss man das schreiben. Ist so, kann ich nicht ändern. Durch den Barcode kommt hier auf die offizielle Seite vom GCS. Da stehen Tipps auf Deutsch, wie man den GCS gut erheben kann, weil da sehe ich auch oft Fälle. Und ein paar wichtige Punkte hier sind, der GCS, der prüft ja 3 verschiedene Sachen. Ne? Die Augenreaktion, die Bewegung und die Sprache. Es ist sinnvoll, dass man alle diese 3 Modalitäten separat nennt, wenn man irgendwie den Patienten übergibt und nicht einfach irgendwie die Summe 15 oder wie auch immer.
Ach so, ja, apropos, das Minimum ist 3, ne? Ist nicht 0. Ne? Auch tote Personen oder bewusstlose, komatose Personen haben 3, nicht 0. Genau, also 3 Modalitäten separat aufzählen, den Patienten nicht auf Schmerzreiz, sondern auf Druck untersuchen, das steht da in der Broschüre. Ein anderer Punkt, GCS, kleiner 8, Intubation. Nee. Ne? Also es ist kein absoluter Wert. Bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten mag das sein, dass ein Patient mit Schädel-Hirn-Trauma GCS von 8, ja, braucht wahrscheinlich eine Intubation. Ein Patient mit Schädel-Hirn-Trauma und GCS von 10 kann eventuell eine Intubation brauchen, wenn er vor halbe Stunde auf GCS 14 war. Ne? Also es ist kein Stellenwert, also kein irgendwie hat, ne? Muss man immer in der Gesamtheit gucken. Und bei sonstigen Vigilanzminderungen sowieso. Ne? Also ich meine, bei Intoxikation oder nach epileptischem Anfall, man muss sich ein bisschen Zeit geben, also dem Patienten Zeit geben, besonders nach epileptischem Anfall nicht sofort intubieren, weil, oh Gott, er ist irgendwie komatös. Lass mal ein bisschen Zeit. Koma. Vorsicht, komatös erscheinende Patienten sind nicht unbedingt komatös. Ne? Die können auch ein Locked-In-Syndrom haben, die können ein Guillain-Barré mit voller Ausprägung haben, die können einen Medieninfarkt rechts haben oder auch einen dissoziativen Zustand. Ne? Also da muss man auch ein bisschen sensibilisiert sein. Ich weiß, das ist alles nicht so ganz einfach, eventuell zu diagnostizieren, aber eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und versucht, irgendwie das Gesamtbild zu sehen, dann kommt man schon auf die Idee, dass dieser Patient nicht komatös ist. Die Pupillendiagnostik. Da will ich eigentlich überhaupt nicht so viel erzählen. Zwei Sachen will ich auf jeden Fall sagen. Zum einen, die Patienten, die eine Anisokorie haben und rumlaufen, die haben keine Einklemmung. So, ne? Also bei Schädel-Hirn-Trauma-Patienten, wenn der Patient anisokoviert und ne, bewusstseinsgestört, dann ja, aber Anisokorie plus wacher Patient, der hat keine Einklemmung. So, Punkt, Schluss, aus. Also der muss schon bewusstlos sein. Das ist der eine Punkt. Der andere ist bei der Reanimation. Ich weiß, dass manche Kollegen die Pupillen immer noch gucken und sagen, uff, ja, weit und reagiere nicht, wird nichts. Das darf man nicht mehr, also was heißt, darf man nicht mehr machen, das durfte man nie machen sowieso. Es steht auch in der Leitlinie jetzt aktuell in der neuen, also Pupillen nicht untersuchen bei der Reanimation. Also ich meine, klar, untersuchen, falls die eine Opioidintoxikation haben und enge Pupillen haben, aber nicht jetzt als prognostischer Wert, ne? Nicht machen. Und sonst mit den Pupillen kann man sich austoben. Ne? Also Pupillen, Oculomotorik schon, das ist mega spannend und mega schwierig. Und ich kann selber nicht so richtig, muss ich sagen. Ne? Also das sind total abgefahrene Sachen, die da passieren können. Es ist für den Rettungsdienst jetzt auch irrelevant, muss man sagen. Für die Notaufnahmen eigentlich auch. BFAST für Schlaganfallpatienten. Was prüft man da? B für Balance, Koordination, Standgangunsicherheit, Zeigeataxie, Schwindel. E für Eyes, Augen, Doppelsehen, verschwommen sehen, Gesichtsfeldausfall. F für Face, also faziale Parese. Die Patienten mit Schlaganfall haben eine zentrale faziale Parese, das heißt, der Mundwinkel hängt nur. Die anderen Äste sind nicht mit betroffen. Das heißt, wenn der Patient zum Beispiel die Nase nicht mehr runzeln kann oder das Augenbrauen, die Augenbrauen auf der Seite nicht hochziehen kann und das Lid nicht vollständig schließen kann, dann ist das eine periphere faciale Parese. A für Arm, Armparese oder auch Beinparese, Hemiparese. S für Spiz, also Sprach- oder Sprechstörung, Aphasie, Dysarthrie. T für Time, also Zeit seit Symptombeginn bzw. seit Last Seen Well. Oder aber Time bis zur Lyse. Ne? Also das ist ein zeitkritischer Notfall. Wir müssen jetzt schnell handeln. Die Patienten müssen schnell in die Klinik oder auf dem Stimo und lysiert werden, wenn alles soweit gut passt. Oder aber thrombektomiert werden. Hinz. Also, Hinz ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Das soll nur bei akutem vestibulären Syndrom geprüft werden. Was heißt akutes vestibuläres Syndrom? Patienten mit akut eingesetzten Schwindel,
die auch eine Gangunsicherheit haben, Fallneigung zur betroffenen Seite, Übelkeit, Erbrechen. Das kann peripher oder zentral sein, also Schlaganfall oder Neuropathie vestibularis. Und dieser Test hilft uns bei der Unterscheidung, ob das jetzt peripher versus zentral. Man prüft drei Sachen. Head Impulse, das ist der Kopfimpulstest. Ich versuche jetzt bei mir so ein bisschen zu zeigen, es ist nicht so einfach. Also, der Untersucher sitzt vor dem Patienten, hält den Kopf, macht man so ein bisschen locker erstmal und dann bewegt man den Kopf rechts, links. Nicht viel, so 10, 20 Grad zur Seite, ne? Nach rechts, nach links. Und dann macht man ruckartige Bewegungen zur Mitte. Also ne? Ganz locker und dann zack, zur Mitte. Und der Patient soll ja die Augen fixiert haben auf die Augen des Untersuchers. Bei normalen Patienten, die können die Augen des Untersuchers weiterhin, die können darauf fixiert sein und bleiben. Damit prüft man im Prinzip den vestibulo-okulären Reflex. Also wenn man den Kopf nach links ruckartig bewegt, prüft man das linke Ohr bzw. den linken Labyrinth. Und wie gesagt, bei normalen Patienten, die können weiterhin auf die Augen fixieren. Wenn die Patienten einen akuten vestibulären Syndrom haben und die Reaktion normal ist, also die können weiterhin fixieren, dann ist das schlecht. Das spricht für eine zentrale Genese. Ich weiß, dumm, aber so ist das. Wenn es peripher ist, dann haben die Patienten so Sakkaden, also die Augen hängen nach, die können nicht fixiert bleiben und man sieht so diese Augenbewegung. Ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt auf der nächsten Folie ein Video. Auf YouTube könnt ihr gucken, beziehungsweise den QR-Code für das Video, wie das untersucht wird und wie sieht es normal aus und wie sieht es pathologisch aus. Das Gleiche gilt für Nystagmus. Die Patienten mit Nystagmus, die können entweder eine periphere oder eine zentrale Genese des Nystagmus haben. Hinweise für zentrale Genese sind, wenn der Nystagmus ohne Latenz auftritt, wenn er durchgehend ist, wenn er die Richtung wechselt. Ne? Wenn der Patient guckt nach rechts, hat Nystagmus nach rechts. Der Patient guckt nach links, hat Nystagmus nach links. Das ist zentral. Wenn der Nystagmus nach oben oder nach unten schlägt, also Downbeat oder Upbeat, das ist auch zentral. Da sind so die Charakteristika. Und Test of Skew, das ist so die vertikale Feldstellung der Augen. Manchmal kann man das auch ohne was zu prüfen sehen, dass die irgendwie schief stehen. Das eine steht höher als das andere. Und was man da macht, ist so ein Abdecktest. Und wenn man das eine Auge abdeckt, sieht man, dass das andere Auge sich bewegt vertikal. Und dann das Gleiche passiert beim anderen, das Gleiche passiert beim anderen. Die Patienten können es manchmal sogar sagen, dass die eine Feldstellung haben. So eine Skew Deviation heißt das. Und ich kann mich auch an einen Stemopatienten erinnern. Ich bin gekommen, Rettungswagen war schon vor Ort. Frau Doktor, Symptomatik ist rückläufig, hat irgendwie Schwindel, Druck ist 160, hypertensive Krise. Eigentlich wollten wir dich abbestellen. Ich so, ja gut, ich bin schon mal da. Ne? Und dann sagt der Patient, ja, ich hatte so heftigen Schwindel und die Augen waren so komisch. Und ich so, aha. Ja, irgendwie, das eine war höher als das andere und hier der Brief aus dem Krankenhaus, das hatte ich schon ein paar Mal und der hatte letztendlich mehrere vertebrobasiläre Tiers gehabt und beide Vertebralarterien waren verengt. Ja, also solche Patienten hatte ein bisschen Blutdruck und deswegen hat er Schwindel, das ist scheiße, ne? Also das geht nicht. Man muss tatsächlich ein bisschen mehr Anamnese machen, also es braucht nicht viel. Also ich habe einfach nur ein bisschen mehr gefragt und rausgekitzelt. So viel zu Hinz und wie gesagt, nur bei akutem vestibulären Syndrom, nicht bei anderen Krankheitsbildern, nicht jetzt bei jedem Schwindel Hinz prüfen, nur bei akutem vestibulären Syndrom. Das ist der QR-Code für das Video, das finde ich schon richtig gut. Könnt ihr in Ruhe mal gucken, wie das geprüft wird. Hindruckzeichen, so mal ganz kurz, ihr wisst es alle bestimmt, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Vigilanzminderung, ne, qualitativ, quantitativ, bewusstseinsverändert, Anisokorie, wie gesagt, Cushing-Reflex, also Bradykardie mit hohen Blutdruckwerten, so ein Druckpuls, abnorme Atemmuster wie Chain-Stokes oder Biotatmung und Streck- oder Beug-Synergismen. Da kann man tatsächlich den GCS in seine ganze Majestät sehen, wenn die Patienten strecken oder beugen. Und da habe ich auch einen Fall auf dem Stemo gehabt.
Schlaganfallalarm, wir sind angekommen, Patient liegt bewusstlos und macht so. Und ich sage so, hey, was ist das jetzt? Hat sie einen Krampfanfall? Und dann macht sie auf einmal so. Also man konnte sehen, vom GCS5 auf GCS4 die Entwicklung. Und dann denke ich, ach du Scheiße. Letztendlich hatte sie eine Aneurysma-Blutung gehabt, wurde operiert am gleichen Tag, ist leider kurz danach verstorben. Die hatte eine fulminante Sepsis entwickelt. Aber ja, das ist sehr beeindruckend auf jeden Fall. Krankheitsbilder. Wir werden jetzt verschiedene Krankheitsbilder durchgehen. Schlaganfall natürlich, epileptische Anfälle, psychogene, nicht epileptische Anfälle. Damit haben wir auch oft genug zu tun im Rettungsdienst und auch in der Notaufnahme. Sinusvenenthrombose, transiente globale Amnesie. Ich liebe die transiente globale Amnesie, erzähle ich gleich warum. Guillain-Barré-Syndrom, Schell-Hirn-Trauma, Akinetische Myasthenie-Krise, Enzephalopathie. Das ist der Klassiker, ne? Patient ist komisch. Und Schwindel werden wir auch ein bisschen was erzählen. Nicht sehr ausführlich, sonst werde ich euch verlieren. Schlaganfall. Schlaganfall. Ja, man würde denken, es ist einfach zu diagnostizieren. Ist das aber nicht immer. Ich habe schon mehrfach gesehen, dass obwohl die Patienten tatsächlich eine typische, ganz klare nach Bifast, ne, Symptomatik hatten, trotzdem ist das runtergegangen. Ne, sehr oft wird man auch abgelenkt. Ne? Patientin im Pflegeheim ist gestürzt, dann komme ich rein, der Notfallsanitäter war voll im Schema, ABCDE, alles durchgegangen, Bodycheck, alles Mögliche. Und irgendwie aber bei dir ist es nicht aufgefallen, dass die Patientin eine Hemiparese hat. Ne, das darf nicht passieren, weil dann die Patientin war knapp im Zeitfenster. Ich habe die dann letztendlich lysiert, aber nur, weil ich so schnell war. Die war richtig, richtig knapp im Zeitfenster. Das darf nicht passieren. Und ich meine, wir kennen ja die typischen Symptome. Also Anterioinfarkt macht eher Beinparese oder beinbetonte Hemiparese. Mediainfarkt macht eine brachiofaziale betonte Hemiparese, faziale Parese, Dysarthrie, möglicherweise Aphasie. Posterioinfarkt eher Hemianopsie, manchmal auch Aphasie oder Hemiparese. Je nachdem, wo das Ding genau sitzt, Hirnstamm. Kann alles Mögliche machen, ne? Also Schwindel, Pupillen, Okulomotorik, Paresen, Hirnnerven, alles Mögliche. Da ist ja in sehr viel, sehr kleinen Raum viele Bahnen, viele Hirnnervenkerne. Und Kleinchen, ja, Schwindel, Zeigeataxie, Gangataxie, solche Sachen. Das sind so die Klassiker und trotzdem gehen die manchmal runter. Und dann gibt es so die atypischen Sachen, neuropsychiatrische Symptome. Nur Konzentrationsaufmerksamkeitsstörung, irgendwie sowas in der Art oder irgendwie, wo man denkt, oh, ja, das ist ein Delir, der Opa irgendwie ist exekiert oder wie auch immer. Wenn es akut auftritt, dann ist es kein Delir, dann ist es keine Exekose, das geht nicht so. Ne? Bewegungsstörungen, es gibt so die sogenannte Limp Shaking Tears, die können wie epileptische Anfälle aussehen. Ne? Ich habe einen einzigen Patienten mit einer Limp Shaking Tear gesehen. Und da war es auch sogar auf der Stroke Unit schwierig zu diagnostizieren. Ne? Da mussten wir tatsächlich MAT und EEG und Duplex und alles Mögliche, bis wir tatsächlich sicher sein können, was das ist, muss man im Auge behalten oder im Hinterkopf. Monoparesen, also wenn es kortikal irgendwo genau das Areal betroffen ist, was für die Handbewegung oder für die Fußbewegung zuständig ist, dann kann der Patient nur eine Handparese haben. Und wir denken, ja, okay, ist irgendwie eine periphere Parese, ist das aber nicht. Oder auch isolierte Syndrome, nicht Syndrome, Symptome, wie Dysphagie, also nur Dysphagie oder nur Dysarthrie oder Falling-Achsen-Syndrom, also die Patienten sprechen so wie ich, oder nur Kopfschmerzen oder Anton-Syndrom, also visuelle Anosognosie. Die Patienten sind kortikal blind, beide Sehbahnen sind betroffen und die wissen aber nicht, dass sie blind sind. Die denken, dass die sehen können und das muss man untersuchen können. Ne? Und man kann es auch sehr einfach untersuchen, wenn man die Sprache auch mit dabei prüft. Ne? Was ist das? Was hat das für eine Farbe? Weil dann können die Frage nicht beantworten. Ne? Aber sonst können die sehr viel erzählen. Das merkt man nicht irgendwie auf dem ersten Blick, dass die eigentlich nicht sehen können. Die merken es auch selber nicht. Das ist alles tricky. Und natürlich, ich nehme es euch nicht übel, wenn man im Rettungsdienst sowas nicht diagnostiziert. Aber zumindest im Hinterkopf sollte es sein, dass sowas auch ein Schlaganfall sein könnte.
Stroke, wie läuft das Ganze ab? Ne? Patient oder Angehörige oder Familie, Passanten rufen an. Tatütata, kommt der Rettungsdienst, machen wir unsere Anamnese und Untersuchung. Wie besprochen, ne, mit den wichtigen Punkten, Last Seen Well, Medikamente, Antikoagulation, Zeitfenster. Und dann geht es weiter. Unseres, jetzt präklinisch, das Management. Man muss eigentlich da nichts Großartiges machen. Ne? Also einmal Vitalparameter messen, ja, Blutzucker auf jeden Fall, ne? Nicht vergessen. EKG muss man nicht schreiben, es sei denn, der Patient hat irgendwelche Beschwerden, sonst ist es Zeitverzögerung. Ne? Muss man nicht schreiben. In der Notaufnahme schreiben wir auch meistens auch kein EKG erstmal. Und eigentlich so viel mehr ist nichts zu machen. Das war es. Einladen, in die Klinik fahren. Und da passiert letztendlich die Therapie. Wenn der Patient im Zeitfenster ist, dann kann er lysiert werden oder thrombektomiert werden, während er einen großen Gefäßverschluss hat, ein LVO, Large Vessel Occlusion, oder beides. Und wenn keins von beiden zutrifft natürlich, dann wird der Patient auf der Schlaganfallstation behandelt. Ne? Zur Lyse, weil das ist so ein kontroverses Thema in der Notfallmedizin, besonders im anglosaxonischen Raum. Also die Neurologen, für die Neurologen ist es selbstverständlich, dass die Patienten lysiert werden. Für die Notfallmediziner sind sie ein bisschen skeptischer und kritischer. Zusammengefasst, ohne jetzt irgendwie so tief da reinzugehen, es gibt Daten für die Lyse, die sind nicht super robust, muss man sagen, die initialen Studien, die große randomisierte Studien. Aber es gibt durchaus Daten und seit dann auch sehr viele Papers natürlich, auch wenn die jetzt nicht randomisiert sind mit dieser Fragestellung. Also wir haben sehr viel Erfahrung damit und wir sehen das. Ne? Also die Lyse wirkt. Man hat Angst vor der Blutung. Ein Schlaganfall ohne Lyse hat ein Risiko einzubluten um die 1%. Ein Schlaganfall mit Lyse blutet in ungefähr 2%. Der Patienten ein. Also für eine symptomatische ICB, ne? Also nicht einfach hämorrhagische Transformation, das passiert viel öfter. Hat auch keinen Stellenwert, hat keine, die Patienten haben keine Symptome. Ne? Hauptsache symptomatische Blutung. Also wie gesagt, Schlaganfall ohne Lyse 1%, 1% und die mit Lyse 2%. Also ist jetzt nicht ein dramatischer Unterschied, ne? Also muss man sagen. So. Zur Thrombektomie ist natürlich das Problem, dass nicht alle Kliniken thrombektomieren können. Da müssen die Patienten verlegt werden und dann besprechen wir das gleich. Blutdruckziel bei Schlaganfall, die Frage bekomme ich auch sehr oft gestellt. Was für ein Blutdruckziel soll ich haben, präklinisch? Die Leitlinie sagt eigentlich in Ruhe lassen, nichts machen, nicht rumspielen. Ich sage, man kann es ein bisschen differenzierter sehen, wenn ich denke, okay, der Patient hat einen Schlaganfall im Zeitfenster. Der ist ein Lysekandidat, passt irgendwie alles. Da kann man versuchen, wenn er zu hoch ist, langsam zu senken. Langsam zu senken heißt, also für die Lyse muss er das Maximum, was wir tolerieren, ist 185 Systolis, 110 Diastolis. Also wenn er jetzt irgendwie von 220 kommt, dann kann man langsam versuchen, in die Richtung zu gehen. Man muss auch nicht unbedingt die ganze 40 mm Hg Präklinis schaffen, aber wenn man schon anfängt, verliert man keine Zeit in der Klinik mit ja und Spritzen und nochmal Spritzen und noch Perfuso und tralala. Ne? Das spart Zeit. Das ist der eine Fall. Der andere Fall ist, wenn der, wenn wir den Verdacht haben, dass der Patient eine Blutung hat. Ne, akutes Syndrom, Schlaganfall plus Hirndruckzeichen plus irgendwie, ne, Kopfschmerzen und Antikoagulation eventuell, plus eventuell sogar Trauma, ne, wo man denkt, oh, okay, hier Alarm, Alarm geht vielleicht doch in die Richtung. Da kann man auch langsam versuchen, ne? Also dieser Patient muss nicht unbedingt 220 Druck haben. Natürlich, das Ziel in der Klinik wird kleiner 140 sein, wenn die Blutung gesichert ist. Wir wissen es aber nicht. Deswegen, ich würde jetzt nicht als Ziel 140 setzen. Ich würde eher sagen, Richtung 180. Ne? So. Und wenn, ne, weder noch, dann können wir es tolerieren. Ne?
Wir können Werte bis 220 systolisch und 120 diastolisch tolerieren. Wenn es mehr wird, dann runterspritzen. Und wenn der Patient natürlich einen hypertensiven Notfall hat, also tatsächlich Zeichen einer Endorganschädigung, dann natürlich auch runterspritzen. Was wir gerne nehmen, ist Urapidil als erste Wahl und Clonidin als zweite Wahl, also in Kombination meistens dann, wenn Urapidil nicht ausreicht. Das haben wir eigentlich schon erwähnt. Ne? Wo haben wir den Verdacht, dass es eventuell doch eine ICB sein könnte, so von der klinischen Konstellation? Wichtig, Amyloidangiopathie. Sehr viele ältere Patienten haben eine Amyloidangiopathie. Die haben Ablagerung von Amyloid, Beta-Amyloid in den Gefäßen und die platzen dann und verursachen Mikroblutungen und auch größere Blutungen. Wissen die meistens nicht, auch wenn es irgendwann ein MRT gemacht worden ist und als im Befund steht das sehr oft in den Diagnosen, wird es nicht übernommen, deswegen wird es sehr oft übersehen. Da bin ich auch schon mal reingefallen, Patient mit dem Stemo, Lyseentscheidung, hat alles soweit gepasst. Wir waren aber irgendwie gegenüber von der Notaufnahme. Und dann hatte ich überlegt, okay, soll ich jetzt lysieren, soll ich nicht lysieren? Eigentlich ist das irgendwie so ein bisschen kacke. Wir können eigentlich reinlaufen, ne? Aber von der anderen Seite, ach, noch ein Fall für die Studie, ne? Schwierig. Und letztendlich habe ich gesagt, nee, komm, wir gehen jetzt in die Notaufnahme. Und gut, dass wir das gemacht haben, weil dann habe ich, die Patientin war dort bekannt und ich hatte eine Amyloidangiopathie. Nun, Amyloidangiopathie an sich selbst ist keine Kontraindikation für eine Lyse. Man hat die Grenze von 10 Mikroblutungen. Also wenn es mehr als 10 Mikroblutungen sind, dann sollte man vorsichtig sein, dann können die mit erhöhtem Risiko bluten. Also wie gesagt, formal ist das keine Kontraindikation. Man muss sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Also da werde ich vorsichtig. Ja. Stroke Mimics und Stroke Chameleons. Stroke Mimics werden überdiagnostiziert im Rettungsdienst, auf jeden Fall. Was sind das? Das sind Erkrankungen, Krankheitsbilder, wie auch immer, die wie ein Stroke aussehen. Und Chameleons ist es eigentlich genau das andersrum. Es ist tatsächlich ein Schlaganfall, aber wir denken, es ist was anderes. Und Stroke Mimics gibt es einige, wie ihr seht. Ne? Epileptischer Anfall mit totischer Parese, das ist mega tricky. Ne? Besonders, wenn man keine vernünftige Anamnese hat, wenn es nicht beobachtet worden ist oder wenn die Angehörigen nicht genau sagen können, was war jetzt als Erste? Erst der Krampf, dann die Parese oder erst die Parese, dann der Anfall? Ne? Mega tricky, ne? Da habe ich auch sehr viel Zeit Fröcklinis verbracht mit irgendwie versuchen, das rauszukitzeln. Manchmal geht es halt nicht, ist so. Da muss man sich auf die Bildgebung verlassen. Migräne mit Aura, auch ein Klassiker. Oft haben die Patienten erstmal visuelle Symptome, dann sensibel, dann motorisch. Und die entwickeln sich so über Minuten. Und selten passiert das auch, dass die eine Migräne mit Aura haben, aber ohne Migräne, also ohne Kopfschmerzen, also nur eine isolierte Aura. Schwindel peripher natürlich, periphere Genese, funktionelle Symptome. Ne, das kann auch tricky sein. Enzephalopathie, ne, Patient ist komisch. Metabolisch-infektiöse Krankheiten, Drogenintoxikation natürlich. Hypotonie, ne, das kann natürlich auch eine allgemeine Schwäche und Dysarthrie machen. Vorsicht, da natürlich ein hämodynamischer Infarkt. Ne, irgendwo ist die Karotis vielleicht verengt und wenn der Blutdruck niedrig ist, geht nicht genau genug Blut in die Birne und dann kriegt der Patient Symptome. Und wenn der Blutdruck wieder hoch ist, dann sind die Symptome weg und dann wiederholt sich das. Also solche Patienten können natürlich bei Hypotonie auch Symptome haben. Das ist was anderes. Transiente globale Amnesie, werden wir ausführlich drüber quatschen. Andere fokal-neurologische Erkrankungen, also Subduralhämatom, Tumor, Amyloidspels, das sind so passagiere Symptome durch die Amyloidangiopathie, Meningoenzephalitis, ja, also schon einiges. Diese Patienten zu lysieren ist meistens safe, meistens sicher. Also die haben ein Blutungsrisiko insgesamt so um die 0,5%, also deutlich weniger. Natürlich, wenn man ein Subduralhämatom lysiert, ist das scheiße, ne? Also ist klar. Also wir reden jetzt eher von Anfall lysieren oder Migräne lysieren oder funktionelle Beschwerden lysieren.
Da hatte ich auf Twitter gesammelt, was ich alles als Apoplex im Zeitfenster bekommen habe in die Notaufnahme. Und manche Sachen, ich habe mich da echt gewundert, wie kommt man auf die Idee? Ne? Also HWK-Luxationsfraktur mit Rückenmarksverletzung. Der Patient hatte eine Tetraparese, der hatte seine Wirbelsäule sah ungefähr so aus im CT. Das war eine Vollkatastrophe und den kriege ich als Apo, ne? Oder Femur, Humerusfraktur. Also ich meine, mein Gott, wenn der Patient Schmerzen hat und irgendwie den Arm nicht bewegen kann, weil es so weh tut und irgendwie es komisch aussieht, dann sollte man vielleicht auf die Idee kommen, dass vielleicht ist es kein Schlaganfall. Gut, ne? Oder wenn der Arm kalt ist und keinen Puls hat, ne, dann könnte es eventuell auch kein Schlaganfall sein, sondern ein arterieller Verschluss. Und Patienten, die nicht atmen können, die können auch nicht sprechen. Ne? Also Patienten, die gerade irgendwie eine COPD-Anfall-Exazerbation haben und so luftnötig sind, die können auch schwer sprechen. Die haben auch eine Dysarthrie, die haben aber keinen Schlaganfall. Ne? Oder Patienten, die Periarrest sind, da wurde ich auch als Zeitfenster so gerufen, innerklinisch. Und die Patientin ist in meiner Anwesenheit irgendwie eine Minute später reha-pflichtig geworden. Ich so, ja gut, ja. Die Chamäleons, Delir, ein Klassiker, ne? Opa ist irgendwie dement, ist delirant, ist exsikiert, wie auch immer. Epileptischer Anfall, wie gesagt, kann tricky sein. Synkope, klar, akute Bewegungsstörung, das ist eher so diese limb-shaking tears, die ich vorhin erwähnt habe. Und dann so diese Monoparesen, zentrale Medianus-Ulnaris-Parese. Ich meine, ja, das. Ist das jetzt schlimm, wenn man das nicht diagnostiziert? Präklinisch natürlich nicht. Auch wenn sie in der Notaufnahme nicht präklinisch diagnostiziert, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm. So ein paar Sachen. Time is brain mit Fragezeichen, weil jetzt durch die Perfusionsstudien wissen wir, es gibt ja Slow Progressors und es gibt Fast Progressors. Also Patienten, die eine gute Kollateralversorgung haben, dann geht das Gehirn nicht so schnell kaputt, sagen wir so, und die haben mehr Zeit. Ne? Und es gibt die Fast Progressors, wo es sehr schnell geht. Dummerweise sind es meistens junge Patienten, die nicht einen langjährigen arteriellen Hypertonus haben und nicht so kollaterale Gefäße gebildet haben. Wir wissen es aber nicht. Wir wissen nicht, ob die Patienten fast oder slow sind. Deswegen, es gilt weiterhin. Time is brain. Wir können es nicht wissen, wie schnell der individuelle Patient jetzt reagiert oder beziehungsweise wie schnell sein Gehirn, sein Gewebe zugrunde geht. Was ich auch oft als Fehler sehe, Voranmeldung Tier, und der Patient kommt rein und die Symptome sind zwar rückläufig, aber nicht komplett weg. Das ist keine Tier. Tier heißt komplette, vollständige Rückbildung. Ne? Maximal innerhalb von 24 Stunden, ohne Nachweis eines Infarktes in der Bildgebung. Ne? Also man muss auch sagen, in der Klinik, da kriegt auch nicht jeder Patient ein MRT. Das heißt, viele Tiers werden so verkauft, aber eigentlich, wenn ein MRT gemacht hätte, würde man sehen, dass der eigentlich einen Infarkt hat. Aber gut, wie gesagt, vollständige Rückbildung. Wenn nicht die Symptome komplett weg sind, dann ist das keine Tier. Ne? Und diese Patienten können lysiert werden und werden auch manchmal lysiert. Deswegen ist es relevant. Eine Tier ist wie ein Stroke zu behandeln. Nochmal last singuell, ich habe es schon irgendwie fünfmal gesagt, aber ich betone es jedes Mal. Telefonnummer von Angehörigen oder von der Pflege im Pflegeheim, super wichtig für die Anamnese, nochmal irgendwie den Zeitpunkt der Symptom, ne, vom Symptombeginn oder von Vorerkrankungen und so weiter alles zu eruieren, besonders Pflegeheim. Ich kann mich an. Also ich glaube, ich rufe immer im Pflegeheim nochmal an, weil ich nicht genug Informationen habe. Und da fällen tatsächlich so Last Sinquel oder irgendwie Vorzustand so schon wichtige Informationen. Ich weiß, wie schwierig es ist im Pflegeheim. Ne? Meistens kommt jemand und sagt, ja, eigentlich war ich bis gestern im Urlaub oder ich kenne nicht, eigentlich arbeite ich im anderen Wohnbereich und pf, ja, was weiß ich und eigentlich muss ich jetzt hier weiter. Ja, trotzdem. Hartnäckig bleiben, fragen, 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 fragen. Auch wie gesagt, total doofe Fragen. Ne? Kann er irgendwie alleine essen? Kann er alleine waschen, sich waschen? Kann er irgendwie laufen? Irgendwie total banale Sachen, die sind relevant. Ne? Und last sinuel, nicht vergessen. Sehr oft, was passiert,
besonders bei Wake-up-Strokes, ne, die sagen, ja, in der Runde um 4 Uhr ne, nachts, da war alles in Ordnung. Ich sage so, wie war alles in Ordnung? Naja, der war im Bett. Ich sage, ja, der war im Bett. Wir wissen nicht, ob alles in Ordnung war. Also der hat geschlafen. Ne? Also sowas habe ich auch schon mal gehört. Deswegen hartnäckig bleiben. Ich weiß, ich kenne das. Ich weiß, wie schwierig es ist. Trotzdem Fragen, die nicht in Ruhe lassen. Lyse und Transport ist kein Problem, ne? Weil ich hatte es mal jetzt beim einem Kurs gehört, bei STEMI-Patienten irgendwie, die transportiert werden mussten, die lysiert sind, ja, ob man das machen sollte. Wir wissen ja vom Schlaganfallpatienten, das ist überhaupt kein Thema. Ne? Also wir machen sekundäre Verlegungen, Drip and Chip, ne? Lyse im einen Krankenhaus, Thrombektomie im zweiten Krankenhaus oder auf dem STEMO, ne? Da passiert nichts. Und es gibt auch anekdotische Evidenz, dass es vielleicht sogar besser wirkt, die Schüttellyse. Aber das ist nur anekdotische Evidenz, wir wissen es nicht. Frühanfälle habe ich eigentlich schon erwähnt. Ne? Das ist das Problem, wenn der Patient einen Schlaganfall jetzt hat, besonders wenn kortikal betroffen. Die können tatsächlich sehr früh epileptische Anfälle haben. Und dann wissen wir nicht, ist das jetzt ein epileptischer Anfall und dann die totische Parese oder hat er einen Schlaganfall und dann den epileptischen Anfall. Nur kurz zur Basilaristhrombose. Diese Patienten haben oft prodromale Symptomatik in den letzten irgendwie Stunden, Tagen. So Schwindelattacken oder tatsächlich so Vertebrobasilaritis mit fluktuierender Symptomatik, alles mögliche an Symptome, meistens so Schwindel, ne, Kopfschmerzen, irgendwie so Pupillen-Okulomotorik-Störung und dann alles Mögliche. Wie gesagt, da ist der Hirnstamm betroffen, da kann alles Mögliche passieren. Spätestens, wenn die Patienten komatös sind, enge Pupillen haben und beidseits positiven Babinski, spätestens dann sollte man die Diagnose irgendwie im Kopf haben. Ne? Da machen wir tatsächlich sehr großzügig Intervention. Da gibt es eigentlich kein Zeitfenster. Da geht alles, ne? Lysethrombektomie, hau rein. Also natürlich, ne, ist alles individuelle Entscheidung, je nach Patient. Wenn der Patient länger als 4 Stunden komatös ist, dann sind seine Chancen natürlich sehr schlecht, egal was man da macht. Ich habe es nicht nur einmal leider gesehen, junge Patienten mit Basilaristhrombose, die als nur Alkoholintoxikation also eingestuft wurden vom Rettungsdienst. Ist irgendwie nicht gut. Ne? Also genau untersuchen, weil die haben nicht nur Schwindel meistens. Ne? Also wenn die schon den Rettungsdienst anrufen, dann meistens haben die schon auch andere Symptome. Und natürlich, wenn man nicht untersucht, ja, der Junge hat jetzt irgendwie ein paar Wodkas getrunken und muss jetzt ausschlafen. Nee. Also das ist richtig kacke. Also tatsächlich auch bei Alkoholintoxikation, die Patienten gründlich untersuchen, die können 1000 verschiedene Sachen haben. Bei Gefäßverschluss. So, was sind die Modelle, die wir haben? Mothership, also entweder fahren wir den Patienten direkt ins Zentrum, was thrombektomieren kann, oder Drip and Ship oder Drip and Drive, also der Patient wird erstmal in die kleinere Klinik, also nur Stroke Unit, gefahren, wird dort lysiert und dann wird weiter verschifft für die Thrombektomie, beziehungsweise der Neuroradiologe kommt ins Haus und macht dort die Angio. Oder Ongoing Transport, das ist eigentlich eine elegante Version. Rettungswagen bringt den Patienten in das kleine, im kleinen Haus und die machen dort CT, eventuell Lyse und die sehen, okay, Gefäßverschluss und die gleiche ETW-Besatzung, der gleiche ETW nimmt den Patienten und geht weiter. Dann hat man tatsächlich weniger Time-in, Time-out und das dauert alles viel kürzer und man spart Zeit auch bei der Übergabe und alles Mögliche. Natürlich ist das eine Frage, ne, ob der, wie der ärztliche Leiter Rettungsdienst sieht und ob man überhaupt das sich gewährleisten kann, aber ist eigentlich eine ganz feine Sache. Und jetzt ist die Frage, okay, ich sitze da, die nächste INW-Klinik mit Stroke ist 10 Minuten entfernt, das Thrombektomiezentrum ist irgendwie 30 Minuten entfernt, der Patient ist schwer betroffen. Wo soll ich jetzt hinfahren? Ja, ist so eine Sache. Die Leitlinie sagt, wenn die große Klinik weit entfernt als 30 bis 45 Minuten ist, dann sollte man die Stroke-Unit, die kleine Stroke, anfahren. Sonst kann man sich überlegen, dass man tatsächlich direkt ins Mutterschiff fährt. Und dann gibt es verschiedene prähospitale Scores.
um die Wahrscheinlichkeit zu prüfen oder zu untersuchen, wie, ob der Patient jetzt ein LVO hat oder nicht. Es gibt alles Mögliche, auch die von Österreich, die APSSS hat gut abgeschnitten, sonst Fast Aid, Race, alles Mögliche. Das Ding ist, man kann die jetzt nicht eins zu eins übertragen, weil manchmal ist das Versorgungsgebiet oder die Strukturen ganz anders von Region zu Region, wo die entwickelt worden sind und geprüft und validiert sind. Ist jetzt hier auch nicht anders. Ne? Berlin und Brandenburg ist total anders. Man kann es nicht eins zu eins übernehmen. Die andere Sache ist natürlich, ich kann nicht jetzt als Zoe irgendwie hingehen und sagen, ja, hier, ich nutze jetzt irgendwie heute diese Skala, die gefällt mir, finde ich gut, und fahre einfach weiter. Ne? Das muss schon zentral von oben kommen, vom ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Man kann nicht einfach so als Privatperson sozusagen oder als kleiner Putzi sagen, jetzt mache ich das so. Und dann ist natürlich, da sind auch gesundheitsökonomische und politische Sachen dahinter, weil da kann man sagen, okay, so verlieren die kleinen Kliniken eventuell Patienten. Es gibt sogar eine Fraktion, die sagt, eigentlich so wenig betroffene Patienten mit Schlaganfall sollte man in kleinere Kliniken bringen, sodass die große, die Maximalversorger tatsächlich frei und offen und Kapazitäten haben für die schwere Schlaganfälle. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so eine coole Idee, finde ich, weil dann irgendwie der Neurologe in der kleinen Klinik sieht nur irgendwie wenig betroffene Patienten, der Neurologe in der großen Klinik sieht nur irgendwie schwer betroffene Patienten, ist irgendwie auch nicht so ganz richtig. Ja, ich gebe euch einen Tipp, das ist ein Geheimnis, also eigentlich ist es kein Geheimnis, es steht auch in der Leitlinie so. Hemiparese plus kortikale Symptome, also Aphasie, Neglect oder Blickparese, heißt hohe Wahrscheinlichkeit für LVO. So, das war es. So viel anders machen wir als Neurologen auch nicht. Und das ist tatsächlich, Neurologe kommt rein und man sieht es sofort. Ne? Hemiparese, Patient kann nicht sprechen, hat ein Neglect, kann irgendwie, ne, guckt irgendwie nur zu einer Seite. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gefäß verschlossen ist, groß. Natürlich, die Frage ist, was macht man jetzt mit dieser Information? Wie gesagt, also das muss zentral organisiert werden. Man kann nicht sagen, okay, jetzt nehme ich den und fahre weiter. Da kann man schon Ärger bekommen. Ah, das Temo, mein Baby. Das Temo ist, das Schlaganfallmobil hier in Berlin läuft schon seit Jahren. Die Studie ist mittlerweile abgeschlossen, im Februar publiziert. Durch den QR-Code kommt hier auf den Abstract. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben 3 Stück davon in Berlin. Da sitzen 3 Personen, also Rettungsassistent oder Notfallsanitäter, Neurologe, der auch Notarzt ist, und MTA, die die CTs bedienen und Labor auch. Und die haben auch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter schon durch. Und wir werden primär alarmiert. Also ich sage, wir werden, also eigentlich fahre ich nicht mehr seit einem Jahr, aber trotzdem. Primär alarmiert mit dem Rettungswagen zusammen fahren wir hin bei Verdacht auf Schlaganfall mit Zeitfenster kleiner 4 Stunden. Wir fahren maximal 25 Minuten zum Einsatzort, sonst macht es wenig Sinn. Und dann untersuchen wir, gucken wir, wenn das ein Kandidat ist, machen wir Labor vor Ort, wir können Thrombozyten, also Blutbild, kleines Blutbild und Gerinnung prüfen. Und wenn wir wollen, auch klinische Chemie, aber das machen wir sehr, sehr selten. Und machen wir ein CT. Wir können auch eine Angio machen, aber leider nur intrakraniell. Und dann schicken wir die Bilder. Der Teleneuroradiologe von der Charité befundet die Bilder. Und wenn alles schick ist, dann kann der Patient direkt vor Ort eine Lyse bekommen. Ein anderer Vorteil ist natürlich, wenn wir Präklinik sehen, der hat jetzt einen Gefäßverschluss, wir können auch direkt auf den Angiotisch fahren und nicht erstmal CT-NA und tralala. Funktioniert nicht bei allen Krankenhäusern, das ist sehr unterschiedlich. Ich sage immer, das heißt nicht Lysemobil, das heißt Schlaganfallmobil. Also wir können auch bei Blutung zum Beispiel das Blutdruckmanagement früher anfangen. Und weil wir die Blutung ja gesichert haben und auch PPSB geben. Wir haben PPSB auf dem Auto im Kühlschrank, was sonst nicht vorrätig ist auf dem NF oder so. Ja,
Und die Studie war positiv, also für funktionelles Outcome nach 3 Monaten. In den USA läuft jetzt die Best-MSU, die wird hoffentlich dieses Jahr, irgendwann im Herbst, hoffen wir, publiziert. Die ersten Ergebnisse wurden schon präsentiert im Kongress im, wann war das, März oder so, im Frühling irgendwann. Und die waren erstmal auch positiv. Ne? Mal gucken, ob das sich jetzt das Ganze durchsetzt in die reguläre Versorgung. Also das Projekt ist bis Dezember jetzt hier in Berlin gesichert. Und dann wissen wir nicht, was passiert. Es bleibt unklar. Ja. Gibt es Fragen zum Thema Anamnese, Untersuchung und Schlaganfall? Trink mal einen Schluck Wasser. Genau, gerne. Wir haben in der Zwischenzeit Fragen für dich gesammelt, die dazwischen hineingekommen sind. Und die allererste Frage ist gleich, warum sagt man denn nicht mehr Apoplex? Ach Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Sagt man nicht mehr, Mano. Ja, was soll ich sagen? Das ändert sich ständig, die Terminologie. Auch bei epileptischen Anfällen gibt es ständig andere, was weiß ich, bewusst erlebt, nicht bewusst erlebt, schlag mich tot. Ich blicke da auch nicht mehr durch, um ehrlich zu sein. Sagt man einfach nicht mehr. So. Passt, danke. Passt. Dann zum GCS. Gibt es, was nehmen wir denn stattdessen, wenn das dann doch so fehlerhaft oder manchmal so schlecht ist, um eine Patientin oder einen Patienten einzuschätzen? Na ja, AFPU. Also Alert, Voice, Pain, Unresponsive. Also wach, Somnolenz, Soporus, Komatös. Das Problem ist, auf dem Protokoll steht ja GCS, wir müssen irgendwie es ausfüllen. Daher muss irgendwie sein. Aber ich für mich, sagen wir so, wenn ich in der Notaufnahme sitze und ihr mir einen Patienten bringt mit neurologischer Symptomatik, ich werde nicht sauer sein, wenn ihr jetzt irgendwie nicht GCS-Wert irgendwie rausspuckt, sondern einfach sagt, Patient ist somnolent. Ne? Und wenn ihr aber den GCS erhebt, dann wie gesagt die 3 Modalitäten separat erzählen. Ne? A, V und... Ne? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Augen, verbal und wie heißt das auf Deutsch? Die Bewegung. Also, ja, wie auch immer. Genau. Also die 3 verschiedenen Modalitäten. Ich habe zu viele Sprachen in meinem Kopf. Alles gut. Die nächste Frage, die noch gekommen ist, ist, wie ist es denn bei Patienten und Patientinnen mit atypischer Stroke-Symptomatik und Stroke-Alarm dann in der Klinik? Also wie läuft das dann ab? Innerklinisch. Wie kann man sich das denn vorstellen? Naja, also eigentlich mit atypischer Stroke-Symptomatik. Naja, das ist auch die Sache. Ne? Also in der Klinik ist das auch nicht so ganz einfach. Zum einen, weil meistens der Kollege in der Notaufnahme irgendwie nicht so ganz erfahren ist. Notaufnahme ist total chaotisch, man kann nicht in Ruhe irgendwie untersuchen. Es kann sein, dass diese Patienten auch da runterfallen, ne? Also dass das nicht auffällt, dass es doch irgendwie eine zentrale Monoparese war oder dass der Patient mit Delir doch einen Schlaganfall hat, das kann durchaus passieren. Also man versucht tatsächlich irgendwie breit zu gucken und die kriegen meistens ein Labor, ne, ein CT. Aber es kann sein, dass es tatsächlich nicht auffällt erstmal. Oder auch gar nicht. Ne? Ja, das war nicht so beruhigend. Ne? Sorry. Okay, dann noch eine Frage ist auch noch reingekommen bisher. Und zwar ist das, hast du irgendwelche Tipps, um vielleicht besser zwischen einem Insult und dann auch einer Alkoholintox oder eben auch einer Exsikkose unterscheiden zu können dann tatsächlich? Naja, also die Symptome, die Untersuchung, da tatsächlich ausführlich untersuchen. Und kardiovaskuläres Risikoprofil, ne? Also manchmal hilft das auch, wenn man denkt, okay, ist irgendwie älterer Patient mit schon einigen Risikofaktoren. Und ja, was waren das? Intoxikation, oder? Alkoholintoxikation oder Exsikkose beispielsweise auch. Mhm. Man kippt ein bisschen Wasser und guckt, ob das besser wird. Ja. Das ist ein sehr pragmatischer Lösungseinsatz, der manchmal auch funktioniert. Das ist oft, wir haben es bei der Stroke Mimics so ein bisschen metabolisch, ne, ist so ein bisschen mit dabei sozusagen. Patienten, besonders wenn die schon kognitiv eingeschränkt sind, wenn da irgendwas noch dazu kommt, ein Infekt, eine Exsikkose, die können
dekompensieren von den Symptomen, auch wenn die vorher keinen Schlaganfall bekannt hatten und keine irgendwie neurologische Defizite bekannt hatten, kann es trotzdem sein, dass sie dann irgendwie so ein bisschen Faziale oder Dysarthrie entwickeln. Ne? Und dann, wenn man die Ursache behebt, bei Exikose kippt man dann einen Liter und dann ist das plötzlich weg. Okay, so. Vielen Dank, das waren die Fragen bisher. Hast du auch auf Twitter geschaut? Natürlich. Natürlich. Ja, genau. Okay. Das ist das, was bis jetzt reingekommen ist. Also gerne immer weiterstellen, auch über Twitter. Wir sind dran. Jo, genau. Dann jetzt weiter. Epileptischer Anfall. Auch häufiges Krankheitsbild in der Notfallmedizin. Wir sehen ja generalisierte Anfälle. Hoffentlich, wenn wir vor Ort sind, sind die schon vorbei. Meistens dauern die ja auch nur irgendwie, was weiß ich, halbe Minute, ne? Wenn es alles gut läuft. Fokale Anfälle können wir auch sehen. Die muss man auch behandeln übrigens. Ne? Also die Patienten müssen da nicht irgendwie mit dem zuckenden Arm oder wie auch immer sitzen. Also ein fokaler Status muss auch behandelt werden. Ist natürlich nicht so zeitkritisch wie ein generalisierter Status Epilepticus, aber ja. Trichy ist nicht konvulsiver Status. Die Patienten sind vigilanzgemindert und wir finden irgendwie sonst keine Ursache. Meistens wird das eher in der Klinik und oft auch spät festgestellt. Ne? Also weil eigentlich braucht man dafür meistens ein EEG, um sicher zu sein, dass die im Status sind. Aber bei vigilanzgeminderten Patienten, wo man sonst keine Ursache irgendwie findet, kann man sich überlegen, könnte es sowas sein. Man kann in dem Fall suchen, ob die vielleicht, manchmal haben die so orofaziale Myoklonien oder so Blickparese, vielleicht gibt das so einen Hinweis. Bei erstmaligem epileptischen Anfall unbedingt ein EKG schreiben. Weil wir wissen es ja nicht, was die Ursache war. Vielleicht war das Hypoxis getriggert, vielleicht hat der Patient eine Arrhythmie, vielleicht hat der Patient einen Schock oder ein STEMI. Ich hatte einen Patienten wieder vom STEMO beobachtet, epileptischer Anfall erstmalig vom Ehemann beobachtet und die Patientin wurde nicht wach und die wurde nicht wach und die wurde nicht wach. Und letztendlich hatte sie einen Kardiogenschock bei STEMI. Die hatte direkt Stents bekommen, ist leider auch zeitnah verstorben. Also unbedingt EKG, nicht vergessen. Und was wichtig ist, bei Status Medis ausreichend dosieren. Das ist der häufigste Fall, den wir sehen. Mit irgendwie 1 Milligramm Tavor bei Status, das wird nicht ausreichen. Ne? Bei Erwachsenen wäre dann die erste Dosis irgendwie 4 Milligramm eigentlich. Und letztendlich Ursache fragen, ne, was, oder versuchen rauszukitzeln. Bei bekannter Epilepsie gab es jetzt eine Medikamentenänderung, Schlafentzug, irgendwie gab es jetzt einen Anlass, warum der Patient jetzt krampft. Bei unbekannter Epilepsie, wenn das nicht erstmalig ist, dann kann alles Mögliche sein. Ne? Da sehr, sehr vorsichtig sein, weil... Wie gesagt, es kann in was Richtung Arrhythmie, kardiogene Schock, Hypotonie, wie auch immer sein, Hypoxis getriggert. Es kann eine Meningoencephalitis sein, Sinusvenenthrombose, Enzephalopathie. Ja. Status Epilepticus. Es gibt eine sehr tolle Leitlinie, die mag ich richtig gerne. QR-Code und er kommt auf die Seite. Ich werde überhaupt jetzt nicht irgendwie mich mit in welche Dosierungen beschäftigen wir jetzt gerade. Das kann man alles nachlesen. Das Wichtigste ist, es gibt ja Stufen bei Status Epilepticus für die Therapie. Was ist ein Status? Ne? Länger als 5 Minuten generalisierter Anfall oder ne, 2 Anfälle ohne Wiedererlangen des Vorniveaus dazwischen. Sagen wir so, wenn wir die alarmiert werden und ankommen und der Patient immer noch krampft, dann höchstwahrscheinlich hat er hier einen Status, ne? Weil meistens brauchen wir schon 5 Minuten. Und da gibt es ja dieses Stufenschema, wie man die behandelt. Also erstmal gibt man den Benzo, ausreichend dosiert, wie gesagt. Dann gegebenenfalls nach 5 Minuten noch mein Benzo und dann nach 30 Minuten Antikonvulsive und dann Narkose. Natürlich in der Praxis und der Realität läuft es ein bisschen anders. Ich werde nicht 30 Minuten warten, bis ich die Antikonvulsiva gebe. Das macht kein Mensch.
Präklinisch haben wir auch keine Antikonvulsiva. Also auf dem Stimo haben wir Levetiracetam, Keppra, aber sonst die NFs haben es nicht. Das heißt, wenn die Benzos nicht helfen, dann muss man tatsächlich eskalieren und Narkose machen. Führt kein Weg vorbei. Beziehungsweise es gibt ein paar Wege, die aber nicht in der Leitlinie sind. Ne? Da probiert man eventuell mit Ketamin oder Ketofol oder irgendwie so exotische Sachen. Steht, ist nicht alles, ne, in der Leitlinie. Ich erwähne es nur, nicht machen, wenn ihr nicht sicher seid. Die Frage, die ich sehr oft bekomme, ist, welches Medikament soll ich nehmen, ne, von den ganzen Benzodiazepinen, was vorrätig ist, ganz pragmatisch. Neurologen nehmen sehr gerne Lorazepam, Tavor, und das hat auch die beste Evidenz, steht auch in der Leitlinie so. Aber es ist kühlpflichtig, ist nicht überall verfügbar, ist so ein Problem. Sonst für Midazolam intramuskulär und Midazolam intranasal gibt es auch super Daten, kann man locker machen. Das Einzige, was ich sagen würde, ist Diazepam rektal. Also für Kinder kann man das machen, aber ob das absorbiert wird und wie das absorbiert wird und wann das endlich anschlägt, ich mag es nicht. Ne? Das habe ich bei Erwachsenen noch nie gegeben und bei Kindern haben es die Eltern immer gegeben, ne, wenn die Kinder bekannte Epilepsie haben. Ja, sonst, wie gesagt, ausreichend dosieren. Dosierung steht in der Leitlinie. Antikonvulsiva das Gleiche. Meistens geben wir Levetiracetam oder Valproinsäure. Da auch ausreichend dosieren, ne, mit 1000 Milligramm Levetiracetam. Das wird nicht. Ne? Also die brauchen schon irgendwie 3-4 Gramm, je nachdem, wie viel die wiegen. Und Narkose wird dann meistens mit Propofol oder Midazolam gemacht. Eigentlich, da muss man das EEG gesteuert machen. Ich weiß, meistens ist das nicht der Fall, weil da besteht die Gefahr, dass der Patient weiterhin krampft, aber jetzt non-konvulsiv. Ne? Also nicht konvulsiv. Also wir sehen keine Myoklonien von außen, aber trotzdem ist das Gehirn Matsch. Ne? Ist schlecht. Und bei Status, ich finde, die wichtigste Frage eigentlich ist, könnte es ein psychogener Anfall sein? Weil psychogene Anfälle dauern länger als epileptische Anfälle. Und wir sind sehr, 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 sehr oft, dass Patienten mit psychogenen, nicht epileptischen Anfällen intubiert zu uns kommen, weil der Notarzt der Meinung war, dass das jetzt ein Status ist. Muss nicht sein. Zu psychogenen, nicht epileptischen Anfällen habe ich so ein paar Sachen zu erzählen, weil ich weiß, das ist auch ein heißes Thema. Vorab, die Patienten können die Anfälle nicht kontrollieren. Ne? Die machen es nicht, um uns zu ärgern. Ne? Die haben bestimmt bessere Sachen zu tun jetzt gerade. Weil ich weiß, wie viele Kollegen darauf reagieren. Die können es nicht kontrollieren. Mechanismus dahinter ist so eine Dissoziation. Meistens wird ein Reiz von der Umgebung, irgendwie so ein Auslöser, mal gar nicht bewusst erlebt und das triggert diesen dissoziativen Zustand. Es ist hilfreich, wenn die Angehörigen ein Video davon machen, weil da können wir es besser beurteilen. Aber sehr oft, wenn wir ankommen, sind die immer noch in dem Anfall drin. Vorsicht, sehr oft haben die auch eine Epilepsie mit dabei, also epileptische Anfälle und psychogene, nicht epileptische Anfälle. Und eigentlich die zwei wichtigen Sachen hier, psychogene Anfälle bitte nicht wie epileptische Anfälle behandeln. Die brauchen keine Benzos, die brauchen keinen Tubus, die brauchen ihre Ruhe. So, ne? Ich habe echt ein bisschen die Schnauze voll, wenn das tut mir echt leid für die Patienten einfach. Ne? Das ist eine Körperverletzung letztendlich. Und auch nicht ein bisschen Benzo geben, das ist kontraproduktiv. Was soll das bringen? Ist das für uns oder ist das für den Patienten? Die größte Gefahr bei psychogenen, nicht epileptischen Anfällen sind die Notärzte. Muss man ganz klar sagen. Was ist die Therapie? Auch präklinisch. Ruhe. Ne? Daneben sitzen. Beruhigen, wird gleich vorbei sein, du bist sicher, ist alles gut. Manchmal, wenn die Patienten schon in Psychotherapie sind, haben die schon ein paar Skills gelernt. Das sind so Fertigkeiten, eigentlich wie man hohe Anspannungslevel so runter regulieren kann, mit Reize,
wie zum Beispiel Bewegung, Laufen oder Musik hören oder irgendwie scharfes Essen essen oder irgendwie Gummiband spielen. Also es gibt verschiedene, ganz verschiedene Sachen, die man probieren kann oder Aromatherapie. Und ich hatte tatsächlich eine Patientin im dissoziativen Zustand auf der Straße mit dem NRF, wo irgendwie alle dachten, oh, die ist jetzt komatös. Die war nicht komatös, die war im dissoziativen Zustand. Die hatte zum Glück in ihrer Tasche Skills und was man machen sollte in so einer Situation als Ratgeber für uns. Und wir haben es alles gemacht und wir haben die sehr schnell aus dem Anfall oder aus dem Zustand rausbekommen. Also das war richtig cool. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so eine Patientin, wenn ich nicht da wäre, hätte sie vom anderen Notarzt, wäre sie vom anderen Notarzt intubiert. Ne? Also ist irgendwie schade für die Patienten. Das war dann irgendwie 5 Minuten vorbei oder 10 Minuten, ne? Hat es ein bisschen gedauert. Und dann konnten die Patienten wieder nach Hause gehen. Und natürlich längerfristig machen die Psychotherapie. Da erkläre ich euch ein bisschen die Merkmale von nicht-epileptischen Anfällen, ne? Von Pneas. Die dauern länger, wie gesagt, wenn die Myoklonien haben, die sind asynchron, die sind nicht so ganz rhythmisch wie bei einem epileptischen Anfall. Die Augen sind zugekniffen oder wenn man versucht, die aufzumachen, die kneifen schon zu. Die Pupillen, wenn man die Augen schafft aufzumachen, die sind lichtreagibel. Beim Anfall, beim epileptischen Anfall ist das nicht der Fall. Tonus, hier meine ich, manchmal haben die so tonische Anfälle. Und wenn man versucht, irgendwie die Arme zu untersuchen, man merkt irgendwie diesen Widerstand, man merkt, da ist was. Die haben keine Apnoe, ne? Also bei epileptischen Anfall sind die Patienten apnoös, keine Zyanose, sehr selten Zungenbiss oder Enuresis. Aber ich meine, auch wenn ich hier so stehe, ich kann mich einpullern. Ne? Also ein Enuresis ist kein pathognomonisches Zeichen für einen epileptischen Anfall. Und keine Stürze oder Traumafolgen. Das sind so die Merkmale. Und hier hat die Charité eine sehr gute Broschüre für Patienten eigentlich. Aber ich finde das toll, weil da stehen auch Beschreibungen von Patientinnen und Patienten, wie sie die Anfälle erleben. Und ich finde es schon sinnvoll, wenn man da reinguckt und liest, weil das schafft auch ein bisschen mehr Verständnis für die Patienten. Ne? Also wie gesagt, die können es nicht kontrollieren, die hätten es auch gerne anders. Und ich weiß, wie manche Kollegen von uns mit solchen Patienten umgehen. Und wie gesagt, das tut mir echt leid. Ne? Ich, ja. Da machen wir jetzt noch mal kurze Pause. Gibt es Fragen? No. Oder sind also, alle schon eingeschlafen? Nein, das sicherlich nicht. Eine Frage gäbe es zu den, eben wie du jetzt gerade gesagt hast, psychogenen, nicht-epileptischen Anfällen. Mhm. Weißt du da zufällig, wie es da mit der Inzidenz im Vergleich zu normalen epileptischen Anfällen, also in der präklinischen Notfallmedizin, gibt? So auch von der Häufigkeit. In der präklinischen? Das musste ich nachgucken, ich weiß es nicht. Also wie oft jetzt epileptisch und wie oft nicht epileptisch? Genau, eben im Psychogen bezogen. Wer hat die Frage gestellt? Dann kann ich nachgucken und schicken bei Bedarf. Ja, gerne. Das wäre von einem Kernteam-Kollegen von uns. Das kann man dann gerne weiterleiten. Ja. Super, vielen Dank. Brauchen wir. Sonst keine Fragen. Sonst dabei. So, jetzt habt ihr Ihre Chance. Gerne. Dann am Ende. Wir sammeln weiter. So, sehr schön. Dann weiter geht's. Sinusvenenthrombose, das ist jetzt gerade auch modisch, ne, mit der Vektorimpfung. Die Patienten, also jetzt kommen viele Krankheitsbilder, ich werde eher kurz darüber erzählen. Ne? Wir haben Kopfschmerzen, fokal-neurologische Defizite, meistens ist das eine Sehstörung und epileptische Anfälle, meistens fokal. Das ist so das Krankheitsbild. Es ist schwierig, weil die Symptome eher so schleichend, wischiwaschi sind. Verschiedene Symptome mit irgendwie unterschiedlicher Dynamik und Verlauf und Schweregrad. Deswegen meistens dauert es auch Tagen, bis man das diagnostiziert. Oh, jetzt gucke ich hier, so Software-Update versucht. Jetzt muss ich mein Team hier alarmieren. Wir klicken einfach abbrechen. Und es ist, ich erzähle mal kurz weiter, ich hoffe, das stört den Kollegen nicht. Nach Vektorimpfung gab es jetzt einige Fälle.
Hier gibt es eigentlich einen schönen Algorithmus, wie man damit umgeht. Das war eigentlich letztendlich durch eine thrombotische Thrombozytopenie im Mund vermittelt. Ihr könnt das durch den QR-Code lesen. Und letztendlich für uns jetzt in der Präklinik ist das hier relevant, Symptom-Onset, also Beginn zwischen Tag 4 und 28 Tagen danach. Ne? Also die ersten 3 Tage eigentlich ist alles safe soweit. Und die Symptome, ne, schwere Therapie, also starke therapierefraktäre Kopfschmerzen, klar, fokalneurologische Symptome, epileptische Anfälle, verschwommen sehen, doppelt sehen und sonst internistische Symptomatik, also Luftnot, Rückenbauch, Schmerzen und so weiter. Wie gesagt, ne, also hier Tag 4 bis Tag 28. Und wenn das zutrifft, dann in der Klinik bekommt man ein Blutbild und wenn die eine Thrombozytopenie haben, dann weitere Diagnostik mit Dedimere und tralala. So, nur kurz jetzt dazu. Es ist super selten, super selten. Ja. Meningitis, Enzephalitis, also Meningitis, was ist Meningitis? Ne? Entzündung der Hinhäuten mit Kopfschmerzen, Fieber, Meningismus. Leute, Meningismus ist, wenn, ne, beim Kopf nach vorne beugen passiv der Patient Schmerzen hat und wir merken so im passiven Widerstand, dass es schwierig ist. Es ist nicht, wenn der Patient nach rechts und links, ne, den Kopf bewegt und es wehtut. Alles schon gesehen. Enzephalitis, da haben die Patienten schon eine Bewusstseinsstörung, epileptische Anfälle, fokale Defizite und so weiter. Es ist das Ganze ein zeitkritischer Notfall, also besonders also die bakterielle Meningitis und die Herpesenzephalitis auf jeden Fall sind lebensbedrohlich. Es gibt 1000 Erreger, die sowas verursachen können. Präklinische Antibiose ist so eine Sache. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir Ceftriaxon auf dem Auto. Ich muss es zum Glück noch nie benutzen. Wenn ihr den Verdacht auf eine Meningokokkenmeningitis habt, auch so mit Sepsis und Petechien und so weiter, dann auch auf jeden Fall präklinisch geben, weil das geht sehr schnell. Das ist echt zeitkritisch und lebensbedrohlich. Dann gut, eventuell die Blutkulturen sind dann nicht so aussagekräftig, aber der Patient ist gerettet, hoffentlich. Hygiene, wichtig bei Meningokokkenmeningitis. Es ist eine Aerosolübertragung und jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir uns davor schützen können. Also ihr braucht jetzt keinen Astronautenanzug, das habe ich auch mal gesehen, wo ich dachte, hey, was bringen die jetzt rein? Ganz normale Maske, Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkittel, das reicht alles. Es muss keine FP2-Maske sein. Prophylaxe, falls ihr einen Anruf bekommt, also Patient hatte tatsächlich Meningokokkenmeningitis, ihr müsst dann eventuell, wenn ihr ungeschützt euch verhalten habt, sagen wir so, Prophylaxe einnehmen. Meistens ist es Ciprofloxacin einmalig von 100 Milligramm und das war es. Was man präklinisch machen kann, wenn man, sagen wir so, Lust und Zeit dafür hat, ist versuchen, vielleicht ein bisschen Richtung bestimmter Erreger nachzufragen. Das Wichtigste ist Infekte oder Operationen in dem Bereich, ne, also Sinusitis, Mastoiditis, Invicene, alles, was da in die Richtung geht. Und sonst gibt es ganz viele Sachen, so unpasteurisierte Milch, Süßwasser, Baden, Stich von Zeckenbiss, Tierkontakt, Reisen, ne, japanische Enzephalitis zum Beispiel. Ich musste mich impfen lassen damals, als ich auf Sri Lanka gegangen bin. Transfusion, Transplantation, HIV-Risikogruppe oder schon bekannte HIV-Infektion, Immunsuppression und so weiter. Akinetische Krise bei Parkinson-Patienten. Ist jetzt vielleicht nicht so exotisch, kommt aber immer wieder vor. Die Patienten sind dann sehr unbeweglich bis zur Immobilität, haben Dysautonomie. Das kann aufgrund der Komplikationen potenziell lebensbedrohlich sein, hauptsächlich wegen der Immobilität. Ne? Die bekommen sehr oft dann eine Pneumonie, Harnwegsinfekt, Dekubitus, Thromboembolie, Lungenembolie, sowas in der Art. Also deswegen bei bekannten Parkinson-Patienten muss man das auch irgendwie im Auge behalten, erkennen,
Auslöser sind oft vergessene Medikationen, Magen-Darm-Infekte, irgendwelche Infekt, OP-Trauma, also irgendwie Sachen, die so ein bisschen alles durcheinander bringen. Komplikationen habe ich erwähnt. Sturz ist auch wichtig. Ne? Vielleicht sind die Patienten jetzt im Rahmen dessen gestürzt und haben noch zusätzlich eine Blutung im Kopf oder irgendwo anders oder was, eine Fraktur. Ne? Muss man auch in die Richtung gucken. Und das können wir tatsächlich auch im Rettungsdienst oder in der Notaufnahme vermeiden, weil es ist ja sehr oft, dass die Patienten in die Notaufnahme kommen, die warten dann irgendwie 6 Stunden und die nehmen 2 oder 3 Medikamentengaben nicht ein. Weil das irgendwie keiner denkt dran, ist nicht vorrätig, bla bla bla. Und dann rutscht der Patient irgendwie vor unseren Augen in die akinetische Krise. Das ist nicht so gut. Deswegen bei Parkinson-Patienten, auch wenn die noch nicht eine Krise haben, sondern aus irgendwelchem anderen Grund bei uns sind, weil die Symptome sich verschlechtert haben oder irgendwie einen Infekt haben, dran denken, dass vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Medikamente mitnehmen. Und auch explizit dann der Pflege der Notaufnahme ist auch übergeben, dass die dran denken, dass der Patient die Medikamente nimmt. Ne, das passiert ziemlich oft. Die Patienten warten lange, weil die sind nicht so zeitkritisch und dann kommen die auf die Station an und dann ruft die Notschwester an und sagt so, ich sag mal, bist du bescheuert? Was hast du jetzt hier? Ja. Ja, also das können wir auf jeden Fall vermeiden. Das liegt auch in unseren Händen. Myasthenie-Krise, lebensbedrohlich aufgrund der Respiratorinsuffizienz, ne, bei Patienten mit bekannter Myasthenia gravis. Hier gilt auch, ne, zu erkennen, Auslöser eruieren, sehr oft hier auch wieder Trauma, Medikamentenfälle, Einnahmefälle, Operationen. Die Patienten haben meistens so einen Notfallausweis, das könnt ihr gerne suchen und da stehen auch die Medikamente. Weil die Patienten sind sehr empfindlich gegen verschiedene Medikamente. Da kann man das auch alles nachschauen. Vitalfunktion unterstützen, da kann hier tatsächlich eine NIF oder auch eine Intubation notwendig sein. Und die Patienten müssen dann auch dementsprechend intensivmedizinisch behandelt werden. Guillain-Barré-Syndrom ist auch potenziell lebensbedrohlich. Was ist das überhaupt? Die Patienten, das ist eine akute Polyradikuloneuritis. Autoimmunogenese, die Patienten haben Schlafparesen, meistens symmetrisch oder überwiegend symmetrisch. Die fangen unten an und gehen nach oben, also von den Beinen nach oben. Meistens über Tage, das entwickelt sich langsam. Problematisch ist die respiratorische Insuffizienz, ne? Wenn es hier oben ankommt, irgendwann ist es soweit, die Dysautonomie, die Patienten können eventuell sogar einen persistenten Schrittmacher brauchen. Es gibt so viele Sonderformen. Eine Form ist die Landry-Paralyse. Die Patienten entwickeln dann die Symptome über Stunden. Ne? Das könnte eventuell relevant für den Rettungsdienst sein. Weil dann ist es nicht über Tage, sondern tatsächlich richtig akut. Auslöser sind hier auch so verschiedene Sachen. Infekte der oberen Atemwege oder gastrointestinale Infekte, Schwangerschaft, OP. Und verschiedene Impfungen. Sehr selten die Impfungen. Ich sage es jetzt mal. Ne? Nicht. Transiente globale Amnesie. Ich liebe dieses Krankheitsbild, weil es ist gutartig. Und die Patienten und die Angehörigen denken meistens, dass sie einen Schlaganfall haben und kriegen totalen Schreck. Und dann kann man sie sehr gut beruhigen. Und deswegen, ich liebe es. Die Patienten haben eine Neugedächtnisstörung. Das Ganze dauert 1 bis maximal 24 Stunden. Die haben keine anderen Defizite, keine epileptischen Anfälle, kein Trauma in der Vorgeschichte. Ne? Die sind nie desorientiert zur Person. Die sind oft desorientiert sonst, aber nie zur Person. Die wissen immer, wer die sind. Die stellen oft immer wieder die gleichen Fragen. Die Patienten sind immer älter als 40 Jahre alt. Es gibt in der Literatur keine Fallbeispiele mit einer TGA kleiner 40 Jahre alt. Und was weg ist, ist weg. Ne? Also diese nächste Lücke, diese Episode, das bleibt weg. Die Patienten bekommen keine Erinnerung mehr. Und Auslöser hier sind auch so hypertensive Entgleisung, Stress, psychische irgendwie, oder psychosoziale Belastungsfaktoren, Sprung ins kalte Wasser, Geschlechtsverkehr, alles Mögliche. Alles, was so, ja. Hier ist wichtig die Aufklärung für die
Patienten überwiegend eigentlich in der Episode für die Angehörigen, weil, wie gesagt, die bekommen richtig einen Schreck, das ist total schlimm. Die ist total verwirrt, stellt immer wieder die gleichen Fragen und die denken, oh Gott, was ist jetzt los? Ne? Man kann die sehr gut beruhigen, das wird schon, also die Patienten werden meistens dann tatsächlich in die Klinik gebracht, aber wie gesagt, ist alles safe. Die brauchen auch, das ist kein Schlaganfall, die brauchen keine irgendwie Sekundärprophylaxe für Schlaganfall, kein irgendwie ASS oder sowas. Ja. Schädel-Hirn-Trauma ist eigentlich kein neurologisches Krankheitsbild, eher neurochirurgisches. Ich will nur kurz dazu sagen, dynamische Situation, ne? Sehr gut aufpassen, die ersten Stunden, Neurostatus immer wieder erheben, auch Präklinz, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also Pupill und GCS, hier dürft ihr euch mit dem GCS tatsächlich total austoben, dafür ist es gedacht, ne? Also GCS, GCS ohne Ende. Der Schaden, der schon entstanden ist, dafür können wir nichts, ne? Unser Ziel ist jetzt, die Sekundärschäden zu vermeiden bzw. zu minimieren und das erreicht man mit der Behandlung der Hypoxie und der Hypotonie. Das sind die zwei großen Probleme beim Schädel-Hirn-Trauma. Ach, Wirbelsäulenimmobilisation, Cara, muss ich da was erzählen? Muss ich? Ich sage jetzt mal provokativ. Weil das ist ja immer wieder Thema, ne? Und immer wieder bei Kursen Thema, Stiffneck, ja oder nein? Nein, kurze Antwort. Ne? Es gibt andere Art und Weise, wie man die Wirbelsäule mobilisiert. Stiffneck, besonders bei Schädel-Hirn-Traumapatienten, ist nicht unbedingt die beste. So, so viel dazu. ICP-Senkung. Wenn wir sehen, dass der Patient jetzt gerade droht einzukleben, wir haben tatsächlich eine neue Anisokorie, GCS geht runter und so weiter und so fort. Präklinisch eigentlich das Einzige, was man machen kann, ist hyperventilieren. Und Vorsicht bei Patienten, die wach sind, aber irgendwie komisch, ne? Weil man denkt, okay, ja, der hatte gerade einen Anfall, der hat einen Schreck bekommen, ist ja normal, dass so ein bisschen komisch ist. Aufpassen, weil vielleicht hat er ein Schädel-Hirn-Trauma, vielleicht hat er eine epidurale Blutung, die langsam jetzt sich vor sie hin blutet. Vorsichtig. Epiduralhämatom ist lebensbedrohlich. Häufig dauert es einige Stunden, bis die Symptome sich entwickeln. Was mich gewundert hat, das wusste ich eigentlich gar nicht so richtig. Auch bei schläfrigen Patienten, bei vigilanzmindernden Patienten, können die keine Hemiparese dabei haben. Ne? Also, ist echt tricky. Das Gute dabei ist, wenn es tatsächlich rechtzeitig erkannt wird und operiert wird, die Patienten haben eine gute Prognose. Immerhin. Subduralhämatom, das ist jetzt hier richtig gemein. Guck mal, das ist das hier, das Ding. Also das kann man schon leicht übersehen. Da ist das noch schwieriger, der Verlauf ist eher variabler und die Symptome eher so schleichend und wischiwaschi. Vielleicht können die auch sogar nach Tagen oder Wochen auftreten, auch nach Bagatelltrauma, wo man irgendwie nicht denken würde, die Patienten können sich gar nicht daran erinnern, dass die irgendwo gestürzt sind oder irgendwo irgendwie den Kopf gegengeknallt haben. Irgendwo. Sehr oft haben die Patienten so ein chronisches Subduralhämatom, besonders so ältere Patienten oder alkoholkranke Patienten. Die Prognose ist da eher ungünstig. Enzephalopathie, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Sehr oft haben wir ja Patienten, neurologische, ne, wo die eigentlich die einzige Information ist, ja, Patient ist irgendwie komisch, Patient ist wesensverändert, Patient ist irgendwie anders. Und da könnte es eine Enzephalopathie sein. Die Patienten haben überwiegend kognitive Defizite, also neuropsychologische Defizite, so Konzentrationsstörung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, irgendwie funktioniert das nachher nicht so ganz. Bewusstseinsstörung qualitativ oder im Verlauf auch quantitativ, ne, die können auch halluzinieren. Vokale Defizite, epileptische Anfälle und dann auch so spezielle Symptome, so wie diese Flapping-Tremor von der hepatischen Enzephalopathie zum Beispiel. Ursachen gibt es ganz viele, ne? Hepatische Enzephalopathie, renale oder wie ein Oberarzt von mir gesagt hat, Pipi im Gehirn.
Septische Enzephalopathie, Wernicke bei Thiaminmangel. Apropos, bei Wernicke Enzephalopathie sind nicht nur die alkoholkranke Patienten, die eine Wernicke Enzephalopathie bekommen, die einen Thiaminmangel haben. Bei Schwangeren mit Hyperemesis gravidarum, das kann auch vorkommen. Da hatte ich auch auf der Intensive eine Patientin. PRESS, also posteriores reversibles Enzephalopathie-Syndrom, dazu sage ich noch ein bisschen mehr. Also bei PRESS, die zentralen Symptome sind Bewusstseinsstörung, Kopfschmerzen, Anfälle und eine Sehstörung. Ursachen können also ein Nierenversagen sein, Eklampsie, hypertensive Entgleisung, gewisse Medikamente wie Immunsuppressiva, Lupus, Sepsis, aber auch verschiedene intensivmedizinische Krankheiten, sagen wir so. Das ist so ein bisschen tricky hier, weil die Symptome sind auch sehr ähnlich wie bei der Sinusvenenthrombose. Und beide Krankheitsbilder können bei Schwangeren bzw. bei Patientinnen, die schon entbunden haben, so postpartal vorkommen. Ne? Das ist so eine Differentialdiagnose, muss man im Auge behalten bei Schwangeren oder gerade im Wochenbett befindenden Patientinnen. Ich hasse das Wort Wochenbett. Alkohol und Vigilanzminderung. Ne, da war auch so ein bisschen die Frage davor, ist der Patient nur besoffen? Die können alles Mögliche haben. Ne? Die können eine Wernicke-Enzephalopathie haben, die können eine Hepatitis-Enzephalopathie haben, eine pontine Myelinolyse. Sehr oft haben die ja eine Hyponatremie, weil sie so viel trinken. Und wenn es dann irgendwie schnell korrigiert wird, bekommen die pontine Myelinolyse. Postdiktal, vielleicht haben die gerade einen Anfall gehabt und sind vigilanzgemindert. ICB oder Subdulathämatom nach Anfall oder nach Sturz kann auch passieren. Schlaganfall, die dürfen auch einen Schlaganfall bekommen. Oder eine Basilaristhrombose. Und Meningitis, ne, die sind auch immunsupprimiert durch den Alkoholabusus. Die können auch atypische Erreger haben. Deswegen, da ist es auch so eine Sache, immer sehr gut aufpassen, untersuchen, gucken, ob da irgendwelcher Hinweis gibt auf irgendwas anderes. Und bei Verdacht oder auch im Zweifel vorstellen, gucken, was willst du machen? Ne? Also kann alles sein. So, Schwindel. Also Schwindelursachen gibt es natürlich ganz viele und nicht nur im neurologischen Kreis, sondern auch internistische und so weiter, Heino. Ich werde mich eher so ein bisschen BPLS, ne, benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, ist gutartig, ist trotzdem natürlich scheiße, weil die Patienten sehr starken Schwindel haben. Typisch ist, dass die zum Beispiel bei der Lagerung im Bett morgens merken, die drehen sich um und bekommen den Schwindel. Der kommt auch so mit ein bisschen Latenz, der dauert ein bisschen und dann klingt das ab. Ne? Das kommt episodenartig und die können auch Übelkeit, manchmal auch Erbrechen haben. Wenn man das sich zutraut, kann man auch Präklinisch diese Lagerungsübungen machen. Und das Ganze auch diagnostizieren, ne? Kopf 45 Grad, also wenn man die rechte Seite prüft, 45 Grad nach links, auf die rechte Seite werfen und dann haben die Patienten einen meistens nach unten schlagenden Nystagmus, manchmal ist es auch nach oben. Was nicht passieren darf, ist in beide Richtungen. Ne? Wie gesagt, das ist eher ein Hinweis für zentrale Genese. Akutes vestibuläres Syndrom hatten wir ja ein bisschen erwähnt schon beim HINTS. Wie gesagt, ne, akuter, durchgehende, starke Schwindel mit Übelkeit, Erbrechen, Fallneigung. Die kann peripher oder zentral sein. Dazu kommt noch ein bisschen was gleich. Und sonst gibt es viele andere neurologische Heino-Ursachen. Ich werde das jetzt nicht alles erzählen, weil dann sind wir total verloren. Phobisch oder funktionelle Schwindel, das ist auch ziemlich oft. Phobisch heißt, wenn die Patienten tatsächlich in eine bestimmte Situation den Schwindel bekommen. Zum Beispiel, ne, wenn sie Angst vor Höhe haben, ne, und irgendwo hoch sitzen, dann bekommen die Schwindel. Das ist der phobische Schwindel. Der funktionelle ist eher, wenn wir alles untersucht haben und nichts gefunden haben. Multifaktoriell passiert auch sehr oft. Hinweise für Schwindel zentraler Genese, wenn ne, die HINTS-Testung pathologisch ist, wenn der Patient neurologische Defizite hat, wie Dysarthrie, Dysphagie, Ataxie, Okulomotorikstörung oder schwere Gangataxie. Und wenn
es eine Diskrepanz zwischen den Symptomen gibt. Zum Beispiel, wenn die Patienten einen sehr starken Nystagmus haben, aber nicht so einen starken Schwindel. Ne, da geht schon der Alarm los. Also ich bin eigentlich froh, wenn die Patienten einen starken Nystagmus haben und es richtig dreckig ihnen geht und die nicht aufstehen können, die haben so richtig schlimmen Schwindel, weil das spricht dann eher für periphere Genese. Sonst Anamnestes, Red Flags für zentrale Genese, ist der akuter Beginn, ne, ohne Auslöser, einfach so. Ohne irgendwie Bewegung oder Lagerung oder Valsalva-Manöver oder wie auch immer. Akute Hörstörung, das kann tatsächlich ein AIKA-Infarkt sein. Unfähigkeit bei offenen Augen zu stehen. Das spricht dann auch eher für zentral. Okzipitale Kopfschmerzen. Hohes Alter, ist ja klar, die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Schlaganfall haben, ist hoch. Und kardiovaskuläres Risikoprofil, ne? Auch Wahrscheinlichkeit für Schlaganfall hoch. Es gibt dieses Titrate-Thema, ne? Triage, Timing, Triggers, Targeted Exams. Als allererstes muss man tatsächlich gucken, gibt es irgendwelche Symptome oder Vitalparameter, die pathologisch sind oder die sehr komisch sind, Richtung Synkope, Arrhythmie, Schock, irgendwie in die Richtung, ne? Weil solche Patienten haben auch Schwindel. Die müssen dann schnell triasiert werden. Timing, wie lange ist es attackenformig oder ist das durchgehend? Wie lange dauern die Attacken? Ne? Wie ist das ganze Timing der Geschichte? Trigger, es gibt Auslöser, wie gesagt, ne? Lagerung, Bewegung, bestimmte Situationen, Valsalva-Manöver und Targeted Exams. Ja, je nachdem, was wir bis jetzt gefunden haben, fokussieren wir unsere Untersuchung weiter. Die Folie ist absichtlich so ein bisschen bunt. Neurologische Symptomatik plus ST-Hebung. Da Alarm, könnte es eine Aortendissektion, konnte eine Aortendissektion oder eine SAB sein. Ne? Also vorsichtig. Und neurologische Symptomatik mit Schmerzen, ne? Rücken, Bauch oder Thorax, könnte eine Aortendissektion sein. Da habe ich auch einen Fall aus dem STEMO. Patient, Schlaganfall im Zeitfenster. Ich komme an, der hat so ein NACS von 6, also irgendwie leichte Hemiparese, faciale Parese und Dysarthrie. Ich sage so, ja, go, bereiten wir alles vor. Und da war die Symptomatik aber rückläufig, der hatte nur eine leichte Symptomatik letztendlich am Ende mit, sagen wir so, halben Punkt oder einen Punkt. Und da habe ich so ein bisschen überlegt und hier und da und tralala und letztendlich sind wir so in die Klinik gefahren, da kam noch ein Neurologe, die haben sich alle überlegt, ob das jetzt ein behindertes Defizit ist oder nicht. Aber letztendlich haben die ein CT gemacht, haben die Lyse gegeben, den Bolus und dann in der Angio fiel auf, dass der Patient eine Aortendissektion hat. Ja, also da bin ich froh vom Bauchgefühl, weil vom Anfang an irgendwie dachte ich, okay, hier ist irgendwie ein bisschen komisch die Geschichte, weiß ich nicht. Also eigentlich das Einzige, was komisch war an dem Fall, ist, dass der Blutdruck eher normal war. Also ich glaube, systolisch war da so um die 110, das ist ungewöhnlich für Schlaganfallpatienten. Ne, also ich weiß jetzt nicht, wie, also ob man das jetzt pauschal als Red Flag nennen kann oder darf, aber eigentlich meistens, ne, haben die Patienten tatsächlich einen reflektorischen, ne, höheren Blutdruck. Deswegen, wenn der Druck niedrig ist, vielleicht mal kurz überlegen, ja, vielleicht könnte sowas sein. Die Zugehörige und Angehörige nicht vergessen, weil die sind auch schwer betroffen von dem Ganzen, was jetzt gerade passiert. Ne? Für uns ist es ja gut, noch ein epileptischer Anfall, ne? Noch ein Epi, noch ein Apo. Für die Angehörigen, für die Patienten ist das eventuell der schlimmste Tag ihres Lebens und vielleicht das Leben wird sich jetzt für immer ändern. Deswegen auch im Rettungsdienst und in der Notaufnahme versuchen, mal kurz zu beruhigen, kurz aufzuklären. Das kostet nicht viel Zeit und da sind die Patienten und die Angehörigen auch sehr froh darüber. Sehr wichtig, Hilfsmittel mitnehmen. So viel Zeit muss sein, besonders bei älteren Patienten, Brille, Hörgeräte, ne, zur Delirprophylaxe und Vorbeugung, super wichtig. Und sowohl bei älteren, aber auch bei jungen Patienten, Handy und Ladekabel sind auch wichtig. Ne? Besonders jetzt Corona, irgendwie Besuchszeiten, Besuchsspäte, wie auch immer, die müssen auch irgendwie in Kontakt bleiben mit der Welt.
Und dann sehen wir eigentlich am Ende so ein bisschen die Take-Home-Messages. Wie gesagt, keep it simple, macht euch nicht verrückt. Don't forget the fucking sugar. Be fast und Hints, ne? Bei entsprechender Indikation. Last seen well bei Schlaganfallpatienten. Kontraindikation für Lyse. Telefonnummer von Angehörigen oder Pflege. Epileptische Anfälle erstmalig immer ein EKG schreiben, sonst wird Tante Zoe sauer. Epileptische Anfälle mit persistierender Vigilanzminderung. Da ist auch sehr, sehr große Vorsicht geboten. Ne? Alarm könnte was Böses sein. Patient ist komisch. Ne? Ist wesensverändert. Wie? Inwiefern? Was ist jetzt anders? Was macht er anders? Oder was macht er, was er früher gemacht hatte? Was kann er jetzt nicht mehr? Neurologische Symptome plus Schmerzen. Ne? Alarm-Aortendissektion. Vorsicht bei Alkoholpatienten, ne? Die können auch 1000 andere Sachen haben, nicht nur neurologische. Ne? Ich habe jetzt nur die neurologisch aufgelistet, die können auch 1000 andere internistische Sachen haben oder traumatologische. Aufklärung und Unterstützung von Patienten und Angehörigen. Ich sehe das auch als unsere Aufgabe im Rettungsdienst. Und Hilfsmittel mitnehmen, unbedingt. So, jetzt die letzte Chance für Fragen. Ja, sehr gerne. Ich würde noch mal zu dir ins Bild kommen. Ja, klar. Komm mal. Ach so, warte jetzt dann. Genau. Ich trinke mal schnell mein Wasser. Gerne, gerne. Und dann Maske. So. Sehr gut. Wir würden dann noch einmal hier Position tauschen. Genau, du bist dann. Ach so, ja. Genau, und dann komme ich hier hin zu dir. So. Genau, die erste Frage, die dann noch gestellt wurde, ist, läuft man denn in der Praxis vielleicht Gefahr, einen Insult fälschlicherweise als eine transiente globale Amnesie abzutun? Wenn der Patient nur eine Neugedächtnisstörung hat, nicht. Der darf keine anderen Defizite haben. Ne? Also ab dem Moment, wo der noch irgendwelche andere Defizite hat, dann ist das keine transiente globale Amnesie. Okay, danke. Dann bei der hepatischen Enzephalopathie, würde dann die Ausatemluft eigentlich nach Ammoniak riechen oder hat der Patient vielleicht oder die Patientin vielleicht einen Ikterus? Könnte sein, ist nicht unbedingt der Fall. Also ist natürlich eher ein Hinweis, ne, wenn man sieht, ne, die Farbe ist anders, aber ist nicht unbedingt der Fall. Okay. Ja, dann sage ich schon mal. Danke, das war es soweit mit den Fragen. Ich sage auch vielen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich danke, hat Spaß gemacht. Super, das freut mich sehr. An alle Zusehenden, dann wende ich mich nochmal an euch. Es ist so, wenn ihr eine Teilnahmebestätigung haben wollt, dann bitte jetzt sofort anfordern. Das Passwort für die Teilnahmebestätigung seht ihr jetzt eingeblendet. Bitte jetzt gleich machen und schauen, dass ihr auch vielleicht gleich live seid, damit sich alles gut ausgeht. Ich möchte auch noch mal ein großes Dankeschön an Cardus sagen, weil wir streamen hier tatsächlich gerade live aus Berlin, sind zu dir gekommen und die haben uns die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und deswegen sagen wir vielen Dank an Cardus und ja, dann sage ich, wie gesagt, nochmal vielen Dank für den Vortrag, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.